Habt keine Angst, ich bin Creasola, gehört ihr zum Kreuzzug? Creasola, Held von Baldur's Tor. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Nein, wie lange seid ihr schon an diesem elenden Ort? Jemand, der Privatsphäre wertschätzt, geht zurück an eure Arbeit und lasst mich meine machen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also entweder sagen wir, dass wir Creasola sind, oder wir beenden das Gespräch. Ist irgendwie blöd, ne? Ich meine, ist der Name Creasola bei ihr überhaupt bekannt? Ich würde schon gerne mit ihr reden, aber ich habe Angst, meinen Namen zum Preis zu geben. Aber ich glaube, das wird hier keine Probleme machen. Wir nehmen als Erste. Rhonda? Is it really you? Warum steht er da unten? Warum steht er denn da unten? Was ist denn hier los? Clint, hat der Kreuzzug euch auch erwischt? Clint Gardnerson. No, I'm with my friend here. This is my cousin Rhonda Swiftwood's daughter. Swiftwood's daughter. Rhonda, we're working against the Crusade. Well, klar, er schreit das hier doch die ganze Höhle. Was ist denn hier los? Clint, der steht da unten und brüllt hier doch die ganze Höhle, dass wir gegen den Kreuzzug arbeiten. Ach, Gottes Willen. Ihr müsst von hier verschwinden, Clint. Ihr seid diejenige, die von hier verschwinden muss, meine Dame. Dieser Ort ist nicht sicher und er wird sogar noch gefährlicher werden, wenn ich hier fertig bin. Das geht nicht, bevor unsere Mission abgeschlossen ist. Das wird er, nachdem wir getan haben, wofür wir hergekommen sind. Wir nehmen das Erste. Was habt ihr vor? That depends on whether we can get past those ogres and up to Dragonspear. Ogres? You mean Einar and Betror? Ja, die meinen wir. Ihr kennt sie. Oh ja, ihr wollt hoch nach Dragonspear? Lasst mich mit ihnen sprechen. Ich bekomme euch da hoch. Now that's a plan. Let's go. Ja, das hört sich doch gut an. Super. Ich sollte fortfahren, nach Clints Familie zu suchen. Ach, das haben wir doch schon erledigt. Ich glaube, ich habe Clint jetzt geholfen, alle vermissten Familienmitglieder zu finden. Sehr schön, haben wir diese Queste auch beendet. Dieses luxuriöse Bett steht im krassen Gegensatz zu seiner kargen Umgebung. Das ist richtig. Wir müssen noch weiter runter. Und dann reden wir... Warum stehen denn die hier? Ich glaube, wir haben die irgendwie nicht markiert, blöderweise. Aber jetzt haben wir sie markiert. So. Right. A happy worker is a more productive worker, Betror. That's a fact. I can prove it with numbers. Jetzt kommt Donald Trump wieder. Rhonda, good to see you. Ich breche ab. I was wondering if you could do me a little favor. My cousin here needs to get up to the basement. Sure, no problem. Have him and his friends hop on. Belbin say no taking people up without permission. Without permission. Belbin say a lot of things. Get on board. Best we get you up quick. Okay. Danke, ich werde es versuchen. Ich würde mich hier gerne ein bisschen umsehen. Nee, das machen wir. Auf jeden Fall. Ihr habt meinen Dank, Oga. Und ihr, Rhonda, passt auf euch auf. I will, Glint. You just make sure you do the same. Machen wir. So, hoch geht's. Hallo. So, when do you figure things are going to fall apart? Can't be long now. Okay, also das Finale steht kurz bevor, soll das wahrscheinlich ungefähr heißen. What's the meaning of this? I didn't requisition any more supplies and you're not one of Heffernan's Blackhoods. Explain yourself. Okay. Also, wir sollten keine Vorräte, also er hat gar keine Vorräte angefordert und wir gehören nicht zu Heffernans schwarzen Kapuzen. Das ist ein interessanter Begriff, den kennen wir noch nicht. Ich darf hier sein, seht, ich habe Kayla Siegel. Ich suche nach Belbin. Ich glaube, das kann ich nicht in einer Weise, die euch zufriedenstellen würde. Ich bin euch keine Rechenschaft schuldig nach. Das schaut nach einem Kampf aus. Wir zeigen trotzdem mal Kayla Siegel vor. We've all got seals, idiot. What are you doing up here? Der Typ. Ach so, er ist selber Belbin. Ich bin Creasola, der Held von Baldur's Tor. Ich bin gekommen, um Kayla für ihre Taten zu bestrafen. Ich muss mit der strahlenden Dame über eine äußerst wichtige Angelegenheit sprechen. Ich suche eine Frau namens Belbin. Ja, nehmen wir das mal. Do I look like a woman? Bitte vergib mir, Sir. Ich wollte wirklich nicht, dass ich das... Ihr wollt wirklich nicht, dass ich das beantworte. Nein, ihr seht aus wie ein Mann, ein toter Mann. Wir nehmen das Erste. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier oben? Ihr hättet diese Ogre nicht misshandeln sollen, Belbin. Ich hatte gehofft, ihr würdet den Ogern unten sagen, dass sie mich hier rauslassen dürfen. Ich bin hier, um euch zu töten. Habe ich das nicht erwähnt? Ihr werdet nicht lange genug leben, um es herauszufinden, na? Ihr hättet diese Ogre nicht misshandeln sollen. Wir nehmen als Erste. Misshandeln? Ich werde euch zeigen, was das bedeutet. Ja, es ist ein unvermeidbarer Kampf offensichtlich hier. Aber gut, den kriegen wir auch hin. Sind die auf unserer Seite? Wahrscheinlich nicht. Wir haben hier Kreuzritter unverletzt, Kreuzritter Kleriker,
Kreuzritter und eine Kundschafter und eben Belben. Schade, ich hätte es ganz gerne ohne Kampf gelöst. Aber na gut. Aber na gut, haben wir gespeichert eigentlich vor kurzem? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wenn wir diesen Kampf jetzt nicht gewinnen, da haben wir gespeichert, müssen wir nochmal mit dieser Frau sprechen. Und mit dem Kreuzritter Priester Polvi müssten wir eigentlich auch nochmal sprechen. Das haben wir auch alles vor dem letzten Speichern gemacht. Außer er hat automatisch gespeichert, das kann natürlich sein. Naja gut, aber gehen wir davon aus, dass wir den Kampf gewinnen und dann brauchen wir keinen Speicherpunkt. Wir werden ihn direkt mal niederstrecken. Du gehst mit deinem Nahkampf auch auf ihn. Du gehst mit deinem Fernkampf auf ihn. Du gehst mit deinem Fernkampf auf ihn. Wir bleiben mal hier stehen, weil das ist, glaube ich, eine gute Position. Du gehst auch mit deinem Fernkampf auf ihn. So. Das ist doch gut. Den haben wir schon mal. So, der Priester macht jetzt hier Ärger. Wir werden trotzdem, glaube ich, einen nach dem anderen versuchen zu erledigen. Minz geht mal in den Nahkampf, um die aufzuhalten. Und die müssen weiter nach vorne gehen. Ja. Probieren wir das. Sehr gut, den haben wir schon fast. Sehr gut. Und jetzt machen wir das Ganze alles gegen den hier. Die Frage ist, ob wir hier auch unsere Zauber benutzen. Oder machen wir unsere Zauber lieber gegen die da hinten, die in der zweiten Reihe stehen. Die werden auch, ist das hier der Kleriker? Ja. Das ist der Kleriker, versuchen wir den mal. Ah ja, genau, wir wollten ja eben den Blitz einsetzen. Soll ich den Blitzmann nach da hinten schicken? Ich hoffe, dass Minz da nicht im Weg steht. Warte mal, ich schicke die beiden mal ein bisschen darüber. So, und jetzt der Blitz. Schick den Blitz, ja, sehr gut. Oh nein, sie steht im Weg. Krea, du stehst im Weg. So, jetzt haben wir diesen Blitz eingesetzt und jetzt können wir doch hier nochmal alle auf den hier. Sehr gut. Und jetzt alle auf den da. Du gehst mal weg. Nein, du gehst weg. Kannst du dich selber heilen eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, wir könnten noch Monster herbeirufen machen. Wir müssen sowieso rasten. Oh, Krea. Krea. Krea kann sich aber heilen. Was ist jetzt los? Oh nee. Nee, Krea kann sich nicht heilen, weil sie wurde festgehalten. Okay, ich verstehe. Dann hoffe ich, dass sie jetzt nicht getötet wird. Ach, das ist der Feind, die Kreuzritter. Der hat ihn aus dem Schatten heraus angegriffen. Und jetzt kommt Dina ihr als nächstes dran. Hat sie die Zauber schon beendet? Nein. Gut, damit haben wir eine veritable Ablenkung. Und eigentlich müssten wir Krea jetzt heilen, weil alles andere wäre Quatsch. Aber vielleicht erstmal Dina ihr heilen. Okay, das war's mit Dina ihr. Oh, und Dina ihr hat es zerrissen. Na, da müssen wir neu laden. Das werden wir nicht auf uns nehmen, dass wir jetzt Dina ihr verloren haben. Das wäre zu grausam. Ich lade dann gleich einfach direkt nochmal. So, laden. Es gibt eine Autospeicherung, das ist sehr schön. Die ist hier und das ist auch gut so. Okay, also direkt vor dem Kampf. Yes, dear. So, when do you figure things are going to fall apart? Can't be long now. So, und die Frage ist, wissen wir jetzt schon, was passiert? Nein, das wissen wir nicht. Das wäre ein bisschen Cheating. Das wissen wir nicht. Right. Wir gehen einfach mal hier lang. Und dann nehmen wir mal dieselben Sachen. Okay. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen anders vorgehen. Was ist denn das für ein komisches Zeichen? Magie zerstören. Okay, interessant. Könnten eine Todeswolke reinschicken, aber ich schicke mal jetzt Monster da rein. Einfach um die ein bisschen abzulenken. Machen wir mal. Sehr gut. Dann könnt ihr euch zurückziehen. Minz, du gehst in den Nahkampf.
Du bist auch in den Nahkampf, stellst dich hier hin. Die beiden Nahkämpfer greifen ihn direkt mal an. Die beiden Fernkämpfer auch. Du auch als Fernkämpfer. Du bist mit den Monstern. Ach, schaut mal, da kommt irgendwas. Klappt mal hier. Warum kommen denn deine Monster nicht, Dina, ihr? Was ist denn hier los? Was machst du denn? Sweetheart? Dina hier ist irgendwie in einer Zauberblockade, wie es ausschaut. Vorrat ist zerrissen. Ah, da ist diese komische. Da ist diese komische. Das komische Mädel. Die müssen wir jetzt natürlich sofort angreifen, bevor die in den. Ah, jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist sie schon wieder weg. Dina, ihr zaubert nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Pass auf, wir machen es nochmal neu. Monster herbeirufen. So. So, die haben wir jetzt getötet, die sich anschleicht. Und dann machen wir hier weiter. Krea geht's nicht gut. Pass auf, das können wir aber umgehen. Obwohl, Krea kann sich auch selber heilen. Heil dich mal selbst. Das finden wir hier. Genau, Krea heilt sich selbst. Minz geht's auch nicht gut. Minz kann Trank trinken. Yes. Dina, ihr hat halt nicht gezaubert. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen sind wir jetzt hier ein bisschen in der Bredouille. Der ist schwer verletzt, das gefällt mir. Der ist auch schwer verletzt und der ist leicht verletzt. So, wir wechseln hier mal auf diese Pfeile und gehen auf den hier. Du auch auf den hier. Das ist Minz. Du bist, ah ne, Minz kann einen Trank trinken. Ein Heiltrank, genauso machen wir das jetzt. Minsk hat den Heiltrank getrunken, sehr gut. Krea, du kannst dir mal Magie einsetzen auf Belden. Der ist ja eh schon verletzt. Ja, machen wir das so. Und Dina, ihr zaubert nicht. Dina, ihr macht gar nichts. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Du könntest dich mal kurz selber heilen. Du machst hier weiter. Du machst auch hier weiter. Ah, jetzt, oder? Ne, Dina macht immer noch nichts. Irgendwie ist da ein Bug drin. Dann machst du hier den Zauber. Und du auch. So. Du heilst dich, aber irgendwie hat er einen Debuff. So. So machen wir es. Sehr gut, den haben wir erledigt. Macht ihr hier weiter. Das ging gegen Minz, glaube ich, ne? Was ausschaut. Du hast dich selbst geheilt, das ist sehr gut. Wir könnten natürlich jetzt auch mal den Stab des Himmels einsetzen. Das machen wir mal. Was ist das hier? Der zaubert irgendwas. Verstehe. Ja, jeder hat was zu tun. Sehr gut. Oh, Krea. Krea, geh weg. Und heile dich bitte. Selbst. Eins Heilzauber hast du noch. So, da geht's dorthin. Du nimmst einen Heiltrank. Du hast den Stab des Himmels eingesetzt und gehst jetzt hier in den Nahkampf. Und du machst hier noch einen Zauber. Auf den da. Genau. Und du schießt auf den da. Ah, der ist jetzt weggelaufen. Gut, dann alles auf den hier. Minz hier bitte. Und du auch hier bitte. Sollte passen. Sehr gut. Und jetzt alle. Genau, alle. Krea hat sich geheilt. Alle hier bitte. Und dann machst du einen Zauber. Und du machst auch einen Zauber. So, das schaut doch gut aus. Das ist jetzt der letzte. Der wird sich nicht so gut verteidigen können, denke ich. Den sollten wir bald besiegt haben. Sehr gut. Okay, das war's jetzt. Yes, dear. Das war's. Eieiei, ja, horrible ist ja alles, ja. Let's go. We need to find out what we can about Kalar and Heffernan before every Crusader and Dragonspear is breathing down our necks. Oh ja, das stimmt. Wir müssen jetzt aber erstmal uns ausruhen, würde ich sagen. Und das ist doch ein ganz guter Platz eigentlich, um sich auszuruhen. Denke ich. Jetzt werden wir mal kurz gucken. Also, Krea muss als allererstes geheilt werden.
Vince kann sich selbst ein bisschen heilen. Hast du nicht auch noch einen Heilzauber? No. Wir heilen hier einfach mal ein bisschen kräftig. So, das schaut ja schon wieder besser aus. Und dann gucken wir uns an, was wir hier noch finden. Ein Heiltrank. 17 Kugeln. Die Pfeile nehmen wir mal alles mit. Die Rüstungen hier nehmen wir nicht mit. Aber hier ist noch irgendein Trank. Noch ein Trank, okay. Und den Wurftort, den brauchen wir nicht. So. Das geben wir an Krea. Zum Identifizieren. Das können wir an sie geben, glaube ich. Ne? Sie kann die reinpacken hier. Ja, wunderbar. 79 passt ganz genau. Die Kugeln kann Krea wahrscheinlich auch identifizieren, schätze ich. Ja, das sind Kugeln. Was sind das für welche? Kugeln plus 1. Sie selber könnte die eigentlich auch benutzen. Können wir die hier stacken? Ja, ich glaube, wir haben die gestackt. Ne? Genau, passt. So, und das müssen wir wahrscheinlich mit unserem Spekulum, mit unserem Spiegel, uns anschauen. 200 plus 1, ein ganz normaler 200 plus 1, also eher was zum Verkaufen. Falls wir da nochmal dazu kommen, zum Thema Kaufen. So, Safana, schau mal nach Waffen, nach Waffen sage ich, nach Fallen. Yes, dear. Oh, da ist irgendwas hingezeichnet, ein Drache. Hier ist ein Vorratsraum. Da ist sonst nichts außer dem Vorratsraum. Eine interessante Kiste. Die können wir uns mal anschauen, weil hier ist jetzt niemand mehr. Ist aber verschlossen. Na gut, die kriegen wir schon auf. Da sind Tränke drin. Ein Trank der Steinriesenstärke, ein Absorptionstrank und ein Trank der Lebenskraft. Minsk. Wir werden da jetzt alle mal reingehen und ich glaube, wir werden da eine Rast machen. Das ist ein ganz guter Ort für eine Rast. Nehmen wir die Tränke. Er hat auch eine Tranktasche, ne? Genau. Den können wir stacken. Den können wir trinken. Trank der Lebenskraft. Konstitution auf 18 gesetzt. Auch schön. Sehr schön. Du müsstest jetzt eigentlich... Nee, du müsstest jetzt diesen... Ach nee, den Stab, den haben wir nicht verbraucht, ne? Das war in der anderen, also bevor wir geladen haben. Und auch den Trank hier sollten wir auch mal verbrauchen. Die ganzen Pfeile, das ist ja unglaublich. Das können wir auch nicht stacken. Schrecklich, ein schreckliches Durcheinander hier. Und auch die hier, diesen Betäubungspfeil, sollten wir mal verbrauchen, endlich. Ja, und hier haben wir auch einiges Schönes zum Verbrauchen. Stab der Lähmung und so weiter. Wenn wir den Stab der Lähmung eingesetzt hätten, wäre das doch wahrscheinlich schon angenehmer geworden. Jetzt speichern wir ganz kurz und schlafen mal. Versuchen zu rasten. Ja, wir haben gerastet. Sehr schön, wir sind wieder geheilt. Und Safana, dich schicke ich mal raus. Hallo? Ja? Nein? Tritt auf den Schatten heraus. Nein, sie sollte in den Schatten hinein. Versuche hier mal rauszufinden, was da so alles abgeht. Na, wenn sie da aufmacht, tritt sie aus dem Schatten automatisch heraus. Ich verstehe. Wie groß ist das Gebiet? Ja, gar nicht so groß. Ach, das sind die Vorräte des Kreuzzugs. Ah, die können wir vergiften. Ich verstehe. Die können wir vergiften. The sly one protects us in the darkness. Ihr seid zu weit entfernt. Wir sind nicht zu weit entfernt. Ich glaube, ich spinne. An den Mauern stehen genug Fässer, um Kellers Kreuzzug in Burgdrachenschwer monatelang mit Wasser zu versorgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es vergiften. Ja, machen wir doch. Ich gieße einen Tropfen Gift in jedes Wasserfass. Das Wasser fängt an, faulig zu riechen. Eindringlinge, sterbt! Ein Wassermephit taucht hier auf. Wassermephit! Okay, ein Wassermephit. Was auch immer das ist. Er ist unverletzt.
Und wir hoffentlich auch noch länger. Wir gehen hier in den Nahkampf. Ja. Okay. Säureatem auf Safana. Okay. Rüstungsklassen Nachteil. So. Ist sie vergiftet? Nein, sie ist nicht vergiftet, ne? Nein, sie ist nicht vergiftet, aber sie ist leicht verletzt worden. Aber das können wir ausbügeln. Es ist wirklich nur ganz leicht verletzt. Das war jetzt ein schneller Kampf. 420 Punkte hat es auch bloß gebracht. Und dass wir das vergiftet haben, hat wahrscheinlich auch nichts gebracht, oder? Doch, 4000 Erfahrung für jeden. Wow! Sehr cool. 4000 Erfahrung für jeden. Das ist schön. Das ist schön. Hat sie das Terrorgift noch? Ich schau mal ganz kurz. Wer hatte das denn? Ich glaube, Safana hatte das. Oder hattest du das? Ja, du hattest das. Nee, du hast das noch. Sie hat es noch. Na, dann speichern wir mal. Ah nee, sie ist doch vergiftet. Schaut mal. Und hier kommt irgendjemand. Sind die wieder da? Obwohl wir sie besiegt haben?